Ja, hallo liebe Luftsportler, ich begrüße euch aus der Delta Mike November Whiskey Hotel, eine FK9 Mark 1, modifiziert zur Mark 2. Original war hier mal eingebaut ein Rotax Zweitakter. Ich habe den Flieger allerdings nur die Zelle gekauft damals, ohne Motor, und habe mir dann das Ganze umgestrickt auf einen Rotax 912, 80 PS. Das ist das allererste Mal, dass ich das mache hier mit im Flugzeug. Und ich habe keine Ahnung, ob es was wird. Ich nehme nämlich den Ton mit dem Handy auf, mit einem Mikrofon und einem Headset. Gleichzeitig haben wir eine Kamera hier oben. Dann haben wir hier eine GoPro und noch eine am Spornrad. Ich hoffe, dass die auch noch da ist, wenn wir gleich da sind. Da fliegen wir jetzt heute nach Echo Bravo Bravo November. Das ist Büllingen. In Büllingen ist das Flugplatzfest. Und in Büllingen treffe ich die anderen Kameraden von den Sky Monkeys, mit denen ich jetzt schon des öfteren mal unterwegs war. Bis jetzt, alles sieht soweit ganz gut aus. Der Kurs, der haben wir jetzt ziemlich genau. Was haben wir da? Heading 259 Grad. Wir haben Flugplan geöffnet und soweit sind alle Temperaturen und alles ist so, wie es sein soll. Wir haben jetzt Wassertemperatur so ein bisschen über 100 Grad, Öltemperatur habe ich knapp über 90. 4,5 Bar Öldruck und 4400 Umdrehungen. Damit macht die Maschine jetzt hier so gute 140 km/h Reise, was wir jetzt hier so haben. Propellermäßig habe ich hier auf dem Flieger einen Duxwirl. Ich bin auch ziemlich glücklich damit, mit dem Duck. Also ich finde den sehr gut. Also wirklich, ich kann den nur sehr empfehlen. Wir haben heute starke Thermik, deshalb will ich ein bisschen reduzieren und ich weiß nicht, ob man das erkennt. Ich habe jetzt hier links vorne, das habe ich mir neu eingebaut ins Cockpit, eine Breitband-Lambda-Sonde, mit der ich quasi während des Fluges sehe, wie fett oder mager der Motor läuft, weil mich mal interessiert hat, wie der Rotax-Vergaser, jetzt ist er auf Standard eingestellt, wie der sich verändert im Flug. Also, sprich, was für Änderungen, was für Werte haben wir im Flug, bei welchen Drehzahlen. Und was mir auffällt, obenrum läuft er gut. Was also vom Gemisch her, sind wir da bei 13,5 Kilogramm Luft auf 1 Kilogramm Kraftstoff. Das ist schon ziemlich optimal, das ist fast Lambda 1 stöchiometrisch. Aber jetzt hier, Teillastbereich, wenn ich das Gas rausziehe, dann kackt das Ding so dermaßen ab. Also wir reden hier von 13 Kilo Luft auf 1 Kilo Kraftstoff. Das ist ziemlich fett. Ja, ich merke das auch ein bisschen, der Motor hat dementsprechend auch ein bisschen Vibration, weil er nicht so schön läuft. Also wir haben jetzt eine gute Flugzeit von 32 Minuten noch, bis wir in Belgien sind, bis wir dann da sind, in Büllingen. Und ja, ich werde mal sehen. Ich hoffe, es funktioniert. Ich habe keine Ahnung. Hier auf dem Co-Pilotensitz, wie immer bei der Sache, mein kleiner Sohn, das ist der John. Der John ist jetzt 3 Jahre alt und hat so mittlerweile, ich vermute, müsste mal genau gucken, aber müsste so um die 30 bis 40 Flugstunden haben. Das erste Mal ist er geflogen, da war er gerade kurz nach seinem ersten Geburtstag. Habe ich ihn mitgenommen und ja, wir starten und er schläft. Das ist immer so. Und dann nach einer Stunde oder was, also ich schätze, ich vermute, er wird den ganzen Flug durchschlafen, bis wir in Büllingen sind. Ja, so ist das mit den Kindern, die quasi damit groß werden. Wir sind jetzt hier in guten 3000 Füßen, sind mit Langen verbunden, was ich nur jedem auch ans Herz legen kann, weil die Jungs machen eine super Arbeit und haben ja auch schon ein paar Mal mich gewarnt vor herannahendem Verkehr oder vor Situationen, die böse hätten ausgehen können. Und auch vor Flügen, die wir gemacht haben oder die ich gemacht habe wegen der Firma, die unter, sagen wir mal, eher widrigen Wetterbedingungen waren, wo die echt eine große Hilfe waren, da anzukommen. Also hier auch nochmal ein ganz dickes Dankeschön von mir an euch. Egal, wen man da sitzen hat, ihr seid immer professionell und super freundlich. Vielen Dank dafür. Ich sag jetzt mal erstmal Ciao. Wir haben jetzt gerade den Rhein passiert. Und ich sehe jetzt als nächstes kommen wir Richtung Beershofen, Eifel und dann Dahlem-Binz und von der Dahlem-Binz aus geht es dann Richtung Büllingen, Grenze. Alles klar, bis dann, ciao.
Hier die Belgier sind schon schwer am Fachsimpeln. Guido. Hi Luca. Und? Ja, du, wir haben gerade ein Briefing gemacht. Sieht alles gut aus. Die Leute sind gewollt. So ist das. Das ist gut. 10 Minuten beginnt die Show. Sehr gut. Hier schlafen wir heute Nacht dann. Toni, was machst du da? Machst du ein Video? Hier sind die Dreckflieger. Oh, guck mal hier, ein Rennflugzeug, ein richtiges Rennflugzeug. Hammer, hä? So, jetzt haben wir die Nacht hinter uns gebracht, sitzen jetzt hier bei uns im Zelt. Mhm. War das gut, Johnny? Ja. Hat es Spaß gemacht, draußen zu schlafen? Ja. Hast du gefroren? Nee, gell? Wir haben uns schön zusammen gekuschelt. So, leider haben wir jetzt kurz nach 8 und es ist super neblig, aber ja, gar vor... Nebel. Genau, Nebel. Aber später. Vielleicht kommen wir nach Hause. Genau. So, heute fliegen wir Lufthansa. Wir beide fliegen jetzt mit der Antonov. Ist das cool? Ja. Wir fliegen gleich los. Dann sehen wir ja nichts. Dafür bauen wir die Fenster. Sollen wir damit heute nach Hause fliegen? Nee? Sollen wir unser rotes Flugzeug nehmen? Oh, das dreht er wieder. Die schießen gerade weiß. Gesehen? Für dich, Greta. Jetzt landen wir. Jetzt gleich setzen wir auf. So, der Rückweg von Büllingen war wettertechnisch etwas schwieriger, aber war fliegbar. John war total entspannt, wie man sieht, und hat auf dem Rückweg komplett geschlafen von Start bis Landung. Ich will mich noch bedanken bei den belgischen Kameraden. War einfach schön gewesen, das Wochenende in Büllingen. Und ja, wenn es euch gefallen hat, das Video, dann wäre es schön, wenn ihr einen Daumen hoch geben könnt oder einen Kommentar. Hier, macht das nochmal. Dann würde ich nämlich in der Zukunft noch mehr so Videos produzieren.